Und herzlich willkommen zu diesem Pro Evolution Soccer 2016 Review. Erstmal werde ich sagen, dass die Aufnahmen hier anhand der Demo kommen. So, und na, ich werde euch zunächst erstmal hier, sieht man dann den Startbildschirm, das wird das San Siro sein, hier sieht man erstmal die Mannschaften. Und dann werde ich euch gleich nochmal eben die Stadien vorstellen. Die Mannschaften sind hier einmal das Juventus-Stadion, die Mannschaften sind ganz okay, die da drin sind, eben das, was man halt hat, braucht. So, und dann hier gibt es eben einfach noch die Arena Corinthians. Ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ich werde jetzt erstmal in Kategorie Grafik was sagen. Also das Gameplay der Grafik, also die da quasi wurde deutlich verbessert, ist viel realistischer. Die Stadien und Animationen, also das sind jetzt alles, ist jetzt alles meine Meinung. Es sind insgesamt in PES zu wenig Stadien, weil es kommen ja nicht mehr viel mehr dazu. Das kenne ich jetzt von den Vorteilen. Die sind teilweise sehr gut gemacht, die drinne sind. Die Zuschauer sind zu schlecht, finde ich. Deutlich realistische Animationen sind allerdings drinne als im Vorgänger. Ja, dann die Spielerfaces, die ihr hier im Laufe des Spiels sehen würdet, sind teilweise überragend gemacht. Sehr gut, sehr real. Teilweise, hier sehen wir es schön, teilweise sind sie aber auch Puppe, wie hier Griezmann, finde ich. Das ist jetzt nicht so realistisch. Manches ist dafür wieder sehr realistisch, manches ist aber auch so ein bisschen hingeklatscht, würde ich mal so sagen. So, jetzt kommen wir zum Gameplay, das werdet ihr auch gleich sehen. Die Pässe sind so, naja, so einigermaßen realistisch, also nicht so realistisch wie im Konkurrenten von EA. Die Pässe kommen meiner Meinung nach zu sicher an. Man kann, wenn man so halbwegs weiß, wie mit welchem Druck man sie spielen kann, kommen sie immer an. Und dabei klebt auch beim Dribbeln so ein bisschen am Fuß. Zu den Schüssen kann man sagen, es gibt ein einigermaßen gutes Schussgefühl. Man weiß so, man hat so ein bisschen, ja, ist eben ein gutes Schussgefühl. Das Schussgefühl. Die Ballphysik ist eher weniger gut. Manchmal ist sie ganz okay, an einigen Stellen ist sie aber auch gruselig schlecht. Ja, die Keeper sind zu schlecht. Es gibt von ihnen her zu viele Bugs. Und die Animationen und die Bewegung sind insgesamt zu unrealistisch, an einigen Stellen aber auch okay. Und es gibt sehr schöne Animationen, hauptsächlich neben dem Platz, wie in der Kabine. Die künstliche Intelligenz, also die KI, ist, wenn man quasi als Einzelspieler spielt, die dann bei einem Team sind, die sind deutlich besser als beim Vorgänger. Also da sieht man richtig, wie da merkt man den Trailer deutlich. Die Laufwege sind deswegen auch deutlich verbessert worden, also das merkt man auch auf jeden Fall. Und hier sieht man nochmal Marchisio oder Marchisio. Marchisio würde ja wahrscheinlich ausgesprochen werden. Der Gegner ist, also die KI ist halt nicht besser als in FIFA. Also es ist jetzt keine Bombe, manchmal ist sie ein bisschen schlechter. Aber insgesamt kann man damit voll mit leben. So, jetzt würde ich nochmal sagen, schauen wir uns das hier an. Hier sehen wir nochmal Juve hier, das müsste Iturb sein. Die Schuhe sind natürlich wie immer sehr reell, das ist eben PES. Hier, die lädt flüssig bis jetzt. Ich spiele auf der Xbox One, habe ich hier die Demo getestet. Hier sieht man jetzt noch meinen ersten Patzer. Und Totti wurde auch sehr gut gemacht. Dass allerdings dieser Fehler passieren konnte. Naja, hier sieht man nochmal die 20. Geburtstagsblende. Die wurde auch gut gelöst, muss ich sagen. Ja, und dann kommen wir aber auch schon zu den Features jetzt. Zum einmal den Mind Club Ultimate Team Modus. Dazu werde ich jetzt nichts viel sagen, außer dass er eine gute Alternative zum Ultimate Team ist. Die UEFA Champions League. Und die UEFA Europa League mit den ganzen asiatischen und südamerikanischen Pokalen, teilweise auch in Amerika, auch, ja, ist klar, sind sehr, sehr realistisch. Also ich beziehe mich jetzt hier wirklich auf die Vorgänger und sind eben sehr realitätsnah gemacht. Die Master League, das ist so ein, teilweise so wie Karrieremodus bei FIFA und so ist es auch. Ohne das globale Transfernetzwerk, was ich gut finde, dass denn das globale Transfernetzwerk finde ich so ein bisschen müllig, ist so unnötig, aber darum geht es ja nicht. Die anderen Cups sind teilweise okay, wer es halt möchte, ist damit gut bedient.
Wenn nicht, der freut sich, dass sie trotzdem vorhanden sind, sagen wir mal so. Become a Legend ist halt wie Virtual Pro oder Spielerkarriere in FIFA. Es ist teilweise, ich glaube, ich habe es jetzt im Vorgänger nur ganz kurz gespielt. Es ist so ein bisschen ist halt PES, ne? Es ist nicht schlechter, es ist anders. Editieren, das ist ja auch so ein Hauptmodus, den gibt es ja in FIFA zwar auch, aber meiner Meinung nach nicht so ausgeprägt. Ist ein sehr schöner Modi, wo du so viel einstellen kannst. Eben für Interessierte, würde ich ganz klar sagen. Das ist klar. Und damit komme ich auch schon zum Fazit hier. Also PES 16 ist deutlich besser als PES 15. Ohne Wenn und Aber. Es gibt viel mehr Spielgefühl und Spaß an der Sache. Es ist eine sehr gute Alternative zu FIFA, auch wenn man meiner Meinung nach nicht so viel Spielspaß damit erleben kann. Es ist in vielen Dingen allerdings noch zu weit hinterher, so dass FIFA insgesamt im direkten Duell meiner Meinung nach die Nase vorn hat. Gut, dann bedanke ich mich und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise zu meinem, besucht auch mal meine Website und das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer es ist. Es ist ein neues FIFA 16 Video, denn dazu werden auf jeden Fall auch Videos kommen. Eventuell auch mal zu PES 16 weiter, denn es ist ja eine gute Alternative, die allerdings wie gesagt nicht voll mithalten kann. An einigen Stellen ist sie immer noch hinterher und deswegen verabschiede ich mich. Bis dann, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten, das sage ich jetzt schon, in der nächsten Folge. Ab